Oh nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe kein Spiel in meinem 3DS. Oh nein, skandalös. Was sollen wir denn noch spielen? Warum tust du denn sowas? Hey, wie wär's mit Kirby? Wie wär's mit Attack on Titan? Nein. Okay, wir spielen Kirby. Yay. Das kürzlich veröffentlichte Team Kirby Clash Deluxe. Juhu. Sag's mal auf Japanisch, wie das heißen würde. Was? Ich denke mal sowas wie Team Kirby Clash Deluxe oder sowas in der Art. Also das so würde ich es aussprechen, aber ob es wirklich so ausgesprochen worden würde, ich weiß ja nicht, ob es auf Japanisch auch so heißt, aber... Spielen wir das! Dachten wir mal, wir machen mal so eine Art kleines Let's Show dazu, eine kleine Zwischendurchrunde. Wenn ihr Kirby Planet Robobot gespielt habt, dann werdet ihr diesen Modus sicherlich kennen. Weil das ist jetzt eine erweiterte Version davon. Erstelle Speicherdaten, bitte warten. Speicherdaten erstellt. Oh mein Gott. Oh, ist das noch von 2016? Was ist von 2016? Das. Stand das da? Ja, da stand 2016. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah! Tja, kannst du mal sehen. Nein, wir möchten keine Streetpass-Daten erstellen. Ich habe das Spiel schon auf meinem Haupt-3DS und bin da schon einige Level höher als hier, weil das starte ich ja jetzt mal ganz neu hier, damit wir das Spiel auch von Anfang an sehen. Und es besteht die Möglichkeit, Informationen zu deinem Spielverhalten an Nintendo zu senden. Nein, dann sehen die ja, wie schlecht ich spiele. Ich bin gerade mal auf Level 2. Und das auch nur, weil ich gerade erst angefangen habe. Jetzt kommt die Story! Willst du vorlesen oder soll ich? Weiß nicht, kannst dir überlassen. Dies ist die Geschichte eines fernen Reiches aus alter Vorzeit. Ein einst wunderschönes und friedvolles Land namens Dream Kingdom. Doch Frieden ist ein flüchtiger Geselle. Kannst du Dream Kingdom vor den Feinden beschützen, die es bedrohen? Auf ins Abenteuer, Team Kirby! Auf in die Schlacht! Den kannst du mal vorlesen. Ich grüße dich, hoher Fremder! Du musst Kirby sein, richtig? Danke, dass du unser Team Kingdom! Team, yay! Dream Kingdom beschützt! Du bist ein echter Held! Du hast doch noch gar nichts gemacht! Ja, ne? Bin Level 1, Heldrang 0, ich bin ein echter Held! Wovon ich spreche? Nun, in die Graslande tobt ein wild gewordener Wandeldi-Gigant. In die Graslande. In die Graslande, das steht da so. Das klingt aber irgendwie falsch. Ja, aber wenn das nun mal so heißt. Und wir haben keine Ahnung, was wir nun tun sollen. Kannst du ihn denn nicht aufhalten und unser Königreich retten? Ich fürchte, euer Königreich ist verloren. Ja, da können wir leider nichts tun. Drücke das Steuerkreuz nach oben, um dir die Missionstafel links anzusehen und mit deinem Team loszuziehen. Worauf wartest du noch? Hopp, hopp! Und sei bitte vorsichtig! Alles klärchen. Und er winkt dir sogar noch fröhlich zu. Oh mein Gott, was macht Margolor hier? Dieser Verräter, dieser Backstabber. Ich mag ihn nicht. Nee. Arsch. Er ist so ein Verräter, er hat uns so hintergangen. Mission mit einem, Mission mit Einzelspielern, mit Mitspielern. Wir haben nur Team-Mission erstmal. Man muss die erste Mission alleine schaffen. Die erste Gegner ist ein Waddle-Dee-Gigant. Na, dann hau mal rein. Und ich habe folgende Mitspieler an meiner Seite, der den Hammer schwingt. Und der ist gelb, Shigeru Miyamoto wollte ja, dass Kirby gelb wird. Ja, ich weiß. Was zum, zum Glück ist Kirby nicht gelb geworden. Was für eine Schnapsidee. Also der Haupt-Kirby zumindest nicht. Gott preise Masahiro Sakurai. Ja, die Saku kann jetzt leider noch nicht mitmachen. Ich muss erst diesen Waddle Dee besiegen. Das habe ich auch gerade getan. Das Ganze ist so ein bisschen Action-RPG-mäßig halt. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man eine Welt hat, die man erkunden kann oder so. Aber die Kämpfe, das... Ja, das ist halt typisch Kirby, typische Endgegner-Kämpfe. Mit dem Level-Up-System halt. Ich mache immer gern diesen Schwertschlag, dass ich dann quasi von dem Gegner weggedasht werde und dann immer wieder auf ihn zukommen kann. Okay. Fleisch! Soll es sein? Oh, die Steintafel ist erschienen. Wenn wir zwei Steintafeln einsammeln, passiert etwas ganz Wundervolles. Gelber Kirby, sammel das mal ein. Oh yeah! Dann müssen wir nämlich hier in der Mitte diesen Kreis treffen. Naja. Das war nicht ganz mittig, aber... Aber gut genug. Exzellent. Nicht ganz exzellent, aber es gibt einen fetten Meteorenschauer. Und Waddle Dee ist down. Oder auch nicht. Er lebt noch. Verdammt. Er ist überlebt. Oh mein Gott. Komm, Kirby, auch rein. Mitspieler 1 greift an. Das ist schön. Bam. Oh yeah. Jetta.
We did it! Also, I did it. Du warst ja leider noch nicht dabei. Nö. Aber das kommt jetzt. Der Multiplayer wird nach dem ersten Kampf freigeschaltet und wir bekommen Erfahrungspunkte. Oh yeah! 278 um genau zu sein. Wir haben 51 Sekunden gebraucht. Voll langsam, ey! Spaß. Ja, ich weiß, ich hätte schneller machen können, aber ich wollte natürlich möglichst viel von dem Spiel zeigen und die Facetten des Bosses und so. Das musste man ja mal zeigen, alles. Alles gut. Wir haben Level 2 erreicht. Wow! Du hast nun einen höheren Level und bist stärker. Oh, wow! Maximaler Elan um 1 erhöht und komplett regeneriert. Guck mal, wie er sich freut. Und wir haben Äpfel bekommen. Achievements! Du. Leider gibt es keine Achievements auf der Nintendo-Plattform. Und wir können nun Ausrüstung der Seltenheitsstufe 3 erhalten. Und 2. Oh, yeah. Für gemeisterte Heldenmissionen erhältst du unter anderem Apfeljuwelen. Die sind nämlich sehr wichtig in diesem Spiel. Willkommen zurück! Danke, dass du den Waddle-Dee-Giganten besiegt hast. Leider gibt es immer noch eine Menge Feinde, die in unserem Land herumwüten. Kirby, du bist unsere einzige Hoffnung. Es gibt da übrigens noch etwas, das du wissen solltest. Der Apfeljuwelenbaum trägt nun endlich Früchte. Zeit für die erste Apfeljuwelenernte. Das ist auch so ein Wort, das hat man bestimmt nur hier, Apfeljuwelenernte. Wahrscheinlich. Oh, guck mal, die glänzen so schön. Hier, nimm ruhig ein paar. Wie großzügig. 5 Stück, dabei hingen nur 3 am Baum. Was für eine Innovation. Die nächste Ernte sollte in 12 Stunden möglich sein. Das dauert aber lange. Falls du es noch nicht wusstest, Apfeljuwelen können ziemlich nützlich sein. Sie verhelfen dir zu neuem Elan. Damit hast du weiterhin... Was? Damit du weiterhin... Missionen absolvieren kannst. Oh, das waren so schön vorgelesen. Ja. Es ist spät. Ja. Du kannst ihnen aber auch Missionen freischalten, die nicht frei verfügbar sind. Mit ihnen, so. Im Kramladen kannst du mit Apfeljuwelen sogar bezahlen. Oh, amazing. Falls du mal wieder mit mir sprechen willst, drücke einfach das Steuerkreuz nach oben. So kannst du übrigens auch Dinge im Dorf genauer unter die Lupe nehmen. Ach, und der Besitzer des Kramladens hat nach dir gesucht. Schau bei ihm vorbei. Nein, ganz sicher nicht. Nee, der ist nicht vertrauenserweckend. Ja. Der entführt bestimmt kleine Kinder. Definitiv nicht. Nee. Wobei, er verkauft uns besseres Equipment. Das muss ja mal gezeigt werden. Sieh an, wen haben wir denn hier? Du musst Kirby sein. Wie ich hörte, bist du neu hier in Dream Kingdom. Mein Name ist Magolor. Ich bin der Besitzer dieses Kramladens. Hier findest du alles, was das Herz begehrt. Waffen, Rüstung, sogar Hilfsitems. Oh, und auch diese hübschen Apfeljuwelen. Die lassen sich für alles Mögliche verwenden. Nimm dir ruhig etwas Zeit und sieh dich um. Du brauchst jetzt nicht einer freundlich tun. Nee, eher einer Backstabber. Und das ist ja der Clou beim Spiel. Das ist ein Free-to-Play-Spiel. Man muss halt Apfeljuwelen mit realem Geld kaufen. Oh, Mann. Kann aber auch das Spiel spielen, ohne was dafür auszugeben. Dann dauert es halt natürlich alles ein bisschen länger. Naja. Na, hier gibt es neue Waffen. Zum Beispiel... Das kann ich mir gerade noch so leisten, das Klingenmeisterschwert. Sieht nett aus. Kaufe ich es einfach mal. Hey, immerhin plus 11 im Angriff. Wird direkt equipped. Wie? Ansonsten noch ein... Nee, dafür habe ich nicht mehr genug Zeug. Oh. Mir fehlt ein roter Stein. So eine Schande. Ja, muss ich halt ohne Helm jetzt in die Schlacht ziehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht. Jetzt wird es allerdings erstmal Zeit für Multiplayer-Action. Ich darf auch endlich mitmachen. Ja, nach 8 Minuten ist das doch mal angebracht. Mein Kramladen hat unten die Uhr geöffnet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Wie unschuldig er tut. Ja. Ich weiß genau, was du in der Zukunft vorhast. Ja. Okay, Drahtlosmission. Meistere Drahtlosmission, um 1,5 mal mehr Erfahrung als gewöhnlich zu erhalten. Dann erstelle ich mal einen Raum. Und du joinst einfach. Okay. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Müsste ja, eigentlich. Das funktioniert. Sofort sogar. Ich bin begeistert. Bitte warten. Dülü. Bitte warten. Dülü. Du wartest ja immer noch. Oh, Dülü. Ab sofort sind neue Missionen verfügbar. Ey, aber wir haben auch bei den Graslanden eine neue Mission. Dr. Eisbär. Der immer so schön seinen Po schüttelt. Mm. Der Gegner. Und König Glubsch. König Glubsch, ja. Oh yeah. Der mit seiner wunderschönen Strähne. Aber nehmen wir uns erstmal Dr. Eisbär vor, den nehmen wir jetzt mal ordentlich in die Mangel. Okay.
Willst du dich Dr. Eisbett stellen? Ja, dann möchte ich. Möchten wir. Ja. Und wir können auch diese anderen Mitstreiter an unserer Seite haben. Möchtest ich bin gelb! Wenn du möchtest, kannst du deine Klasse ändern. Oh, wirklich? Ja. Wo kann ich das tun? Bei dem gelben Feld. Oh Mann. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, weil Saku ihren eigenen 3DS benutzt. Was haltet ihr davon? Mein Kirby ist immer noch gelb. Dein Kirby muss jetzt leider gelb bleiben, weil der zweite Player Kirby ist halt gelb. Ja gut, was nehme ich denn überhaupt für einen? Ach Mann, ich hab keine Ahnung. Also ich erkläre mal ein bisschen, was du nehmen musst. Das Schwert ist ziemlich ausbalanciert. Hm. Dann gibt es den Magier, der die Zeit anhalten kann unter anderem und magische Angriffe einsetzt. Hm. Den Hammerschwinger, der sehr stark ist, aber dafür sehr langsam. Und den Heiler, der andere heilen kann. Ich versuche es einfach mal mit dem Magier. Okay. Der Trick bei dem Magier ist, seine Angriffe mit der B-Taste aufzuladen und dann einen verheerenden Schuss loszulassen. Aha, soll ich hinkriegen. I hope so. Ich bin bereit! Ich auch! Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Ritter Spezialtechnik, konnte ich nicht mehr lesen, verdammt nochmal. Dr. Eisbert, das ist dein Ende. Der hat aber auch so dicke Pobacken, meine Güte. Okay. Und wenn du das oft genug machst, dann kannst du ihn für einen kurzen Zeitpunkt komplett anhalten. Oh. Ich muss erstmal. Man merkt schon, er hat ein bisschen. Oh, wenn du dich in diese. Der Heiler erschafft. Der Heiler erschafft solche Heilkreise. Wenn du dich in die reinstellst, wirst du geheilt. Wow. Oh. Vorsicht, er macht einen fröstelnden Eistanz. Nimm das! Er hat dich erwischt, aber du hast ihn auch noch getroffen. Du hast nicht mehr viel AP, ne? Nein, ich hab's auch gerade gemerkt. Fängt ja. Da ist eine Heilzone, da ist eine Heilzone. Nein! Aber du hast den Donut eingesammelt. Ja, so geht's natürlich auch. Nimm das! Man muss auch darauf achten, es gibt ein Zeitlimit, wie man oben links in der Ecke sieht. Wenn wir es in dieser Zeit nicht geschafft haben, dann müssen wir entweder aufgeben oder er hat mich gefressen. Lass mich raus aus deinem Maul, du! Ja, wenn das Zeitlimit abläuft, dann. Ja. Dann war es das entweder oder man muss Äpfel bezahlen, um weitermachen zu können. Sammeln wir mal das Fragment ein. Wuhu! Und jetzt musst du in der Mitte. Verdammt. Ich hätte nicht auf den PC-Bildschirm schauen sollen, da ist ein Delay. Mitspieler 2 hat's perfekt gemacht. So ein Angeber. So, jetzt gibt's hier was auf die Mütze. Das war der Rest. Haha. Hi, Katta. We did it! We are so awesome! Oh man, eigentlich bestimmt. Aber ich sag das so gerne. Naja. Leider nur eine Silbermedaille, weil wir nicht schnell genug waren. Silber ist auch gut. Ja, nur manche Leute arbeiten ihr halbes Leben dafür für eine Silbermedaille. Drahtlos Spielebonus, erhöhter Erfahrungsgewinn. 502! Mann, ich bin aufgestiegen! Ich auch! Ich bin jetzt Level 3. Ja, ich auch. Nice. Du hast nun einen höheren Level und bist stärker. Maximale Elan um 1 erhöht und komplett regeneriert. Ja, du hast natürlich mehr Kraft als ich. Aber das ist auch nur wegen deinem Schwert. Ja, du kannst dir auch eins kaufen. Ja. Und hier gibt's wieder für Heldenmissionen Äpfel als Belohnung. Und fürs drahtlos Spielen gibt's auch eine Belohnung. Cool. Und es gibt noch mehr Belohnungen. Ohohoho. Nur eine Mission haben wir nicht erfüllt bei diesem Bosskampf. Ich guck nochmal kurz nach. Meistere die Mission als Magiebeam. Okay, keiner von uns war ein Magiebeam. Oder, Mortar, du warst auch Magiebeam, oder? Hast du Magie eingesetzt, eigentlich ne? Eigentlich schon, oder? Wahrscheinlich muss der erste Player den einsetzen. Oh, wahrscheinlich. Eventuell. Machen wir jetzt König Glubsch? Machen wir König Glubsch. König Glubsch. I wait. Wolltest du nicht besseres Equipment kaufen? Oder ist jetzt egal? Erstmal nicht. Dauert zu lange. Du kannst, wenn du willst, wieder deine Klasse wechseln, ne? Aber musst du nicht. Da bin ich gerade dabei. Willst du ein Hammerschwinger sein? Ja. Der ist aber sehr langsam, ne? Aber dafür sehr stark. Ja, das macht nichts. Das kriege ich schon hin. Alles klar. Das nehme ich in Kauf.
Dritte Abwehrschild, drücke L oder R, um deinen Heldenschild zu aktivieren. Heldenschild? Heldenschild. Oh mein Gott. Powersträhne ist da. Wonderful. Pass auf. Oh, oh. Der setzt doch bekanntermaßen die Beam-Fähigkeit ein. Ach, echt? Ja. Ist nicht, Junge. Ist ja nicht so, dass ich Kirby schon seit Kirby's Adventure spiele. Mm. Das wissen müsste. Du Blödmann. So, jetzt regt er sich ein bisschen auf. König Knupf ist wütend. Oh mein Gott, was sollen wir nur dagegen tun? Er springt durch die halbe Arena. Ich glaube, bei dem Haifuzzi ist gerade so ein bisschen was schiefgelaufen. Bei dem Haifuzzi? Ja. Heilfuzzi? Ja, der Haifuzzi. Ich habe Haifuzzi verstanden. Haifuzzi? Was für ein Hai? Ein Hai gibt's hier nicht. Du bist gleich tot, ne? Oh. Tatsächlich. Du kannst nicht unendlich lang fliegen, ne? Steintafel! Yeah, jetzt, oh, muss, yeah. Jetzt muss natürlich jeder der vier Player eine Steintafel einsammeln. Pass auf! Du bist tot. Ja, ich weiß. Ich werde dich wiederbeleben. Oh, Mann. Oh, yeah, ich lebe. Thanks. Hab ich gern gemacht. Aber jetzt haben wir auch nur noch 1,5 Minuten Zeit, um den zu besiegen. Wow. Too much action on screen. So, jetzt brauchen wir nur noch die vierte Tafel. Da, komm. Grüner, sammel die ein. Oder wer hat die eingesammelt? Der blaue, oder? I don't know. Irgendwer. Ah, verdammt. Voll daneben, ey. Gut, gut, exzellent, gut. Ja, meins war noch gut. Immerhin. Gleich ist der Gegner überwunden, also hau rein. Hau drauf. Oh yeah. Das war's, Lars. Sieg. Auf ganzer Linie. Das ging mir wieder doppelte Erfahrung, nicht ganz doppelte, 1,5 mal. Erfahrungspunkte. Und das macht zusammen 501. Das reicht für ein Level Up. Bei dir auch? Jo. Level 4 erreicht. Juhu. Und wieder sind wir ein bisschen stärker geworden. Unser Elan steigt. Der Elan ist übrigens ganz wichtig, weil man muss halt für jeden Kampf, den man bestreitet, Elan aufopfern. Und wenn man keinen Elan hat, kann man nicht mehr kämpfen. Das heißt, man muss warten, bis sich der Elan wieder auffüllt in Realtime. Wegen Free-to-Play und so. Mm. Typisch wie für Handyspiele ist das ja. Aber jedes Mal, wenn wir ein Level abbekommen, steigt unser Elan wieder voll auf. Das heißt, wir können jetzt noch ein bisschen spielen, weil wir Elan 15 haben. Unglaublich! Auf zu den Dünen, da wartet der Schwertkoloss. Oh Mann. Aber ich überlege, ob ich vielleicht besser noch eine andere Waffe kaufen soll. Sollst du vielleicht auch eben tun. Mhm. Also, Marco Loa, was hast du Schönes im Angebot? Eine Aero-Klinge, für die ich nicht genug Kram habe. Aber ich könnte mir ja mal einen neuen Helm kaufen. Für den habe ich noch genug. Dann tu das. Klingenmeisterhelm, das ist jetzt meins. Auch direkt angelegt. Ansonsten gibt es noch einen Aero-Helm, den ich mir nicht leisten kann, weil ich nicht genug gelbe Fragmente habe. Ah. Und hier kann man noch so im Schatten sehen, was man noch so freischalten kann. Krasse Frisuren sind auch dabei. Sehr stylisch. Auf jeden Fall. Dann kann ich ja mal kurz so zeigen, was so Apfeljuwelen kosten im Internet. Du bist ja noch am Equippen, oder? Mhm. Was heißt Ja. Also momentan habe ich 46 Apfeljuwelen. Da kommt man noch ein bisschen mit aus. Oh Gott, ist der langsam. Ist der Hammer so schwer? Hier sieht man, was die Sachen kosten. 50 Cent, sagen wir mal 50 Cent für 50 Äpfeljuwelen. Aber hey, wenn du dafür immerhin 50 von den Dingern kriegst, ist 50 Cent doch nix. So günstig. Ja, aber man hat auch die Möglichkeit, 20 Euro für 2150 auszugeben. Ja, ganz bestimmt gebe ich 20 Euro für dieses für den Kram aus. Also ich habe ja nichts dagegen, hier da mal 50 Cent dazulassen, ne? Aber für 20 Euro? Echt, Nintendo? Ja. Come on.
Okay, ich bin bereit für neue Abenteuer. Hm. Man kann sogar Amiibos einscannen. Oh mein Gott. Leider kann ich das mit meinem Capture Card 3DS nicht machen, weil ich diesen Rauchmelder nicht habe. Es sieht aus wie ein Rauchmelder. Das ist tatsächlich wahr. Ansonsten gibt es hier noch ein Geheimwort. Nenne ein erlerntes Geheimwort, um eine Belohnung zu erhalten. Mit dem Internet verbinden, um ein Geheimwort zu nennen? Leider wissen wir das Geheimwort noch nicht. Das wird wahrscheinlich von Nintendo irgendwann bekannt gegeben. Geheimwort für was? Geheimwort für eine Belohnung. Oh yeah. Na gut, ich würde mal sagen, jetzt sind wir ready für die nächste Mission. Ja, gleich. Ich bin noch nicht so weit. Wir haben keine Zeit. Ja, ist ja gut, Mensch. Sogar Waddle ist schon eingeschlafen. Ja. Ich komme ja schon. Ich eile, ich fliege. Oh, er sagt noch etwas, das musst du vorlesen. Psst, es gibt etwas, das du unbedingt wissen solltest. Kaufst du Apfeljuwelen, wächst der Baum. Je größer der Baum, desto größer die Ernte. Wie es aussieht, fehlen bis zum nächsten Wachstumsschub noch 50 weitere. Okay. Dann ist ja Zeit für mehr Drahtlos-Missionen. Mhm. Ich erstelle wieder den Raum. Mache das. Und Stato! Stato! Auf zu den Dünen, der Schwertkoloss wartet. Du bist jetzt auch genauso wie ich. Ja, ich weiß. Partnerlook. Ja, ich wollte deinen neuen Hammer haben. Der Hammer ist schon so schwer, so langsam wie der geht. Hast du ihn mal gehen sehen? Boah. Ja, ich habe ihn gehen sehen. Ich habe den Hammer auch schon mal ausprobiert. Oh. Dann nimm ich lieber den mit dem Schweren. Das ist zwar nicht so stark, aber immerhin ist man nicht so wie so ein nasser Sack unterwegs. Das gefällt mir nicht so. Den machen wir fertig! Schwert gegen Schwert, da hast du keine Chance. Weil mein Schwert viel besser ist als seins. Haha. Mist, woher willst du das wissen? Oder meinst du jetzt ihn? Ich meine ihn. Ich dachte schon. Aber ich habe doch genau das gleiche Schwert wie du. Ah, verdammt, ich dachte, ich habe ihn so ein bisschen in die Enge getrieben, dass ich da hier immer auf und ab springen kann, aber anscheinend... Mein Gott, der Grüne trägt eine Streberbrille. Ist halt der Heiler, ne? Ja. Jetzt habe ich ihn. Zack, ich wollte sagen, wo eier ich denn jetzt hier rum? Ich sehe mich gar nicht. Oh! Schwingi. Oh, no! Oh, da ist eine Kirsche. Brauchst du? Ich habe dich gerade geheilt. Oh, cool. Dankeschön. Mach ich doch. Pass auf! Die Steintafeln tauchen gleich auf. Eine habe ich schon eingesammelt. Ja, ich habe es gesehen. Da ist noch eine. Die hat aber der Blaue eingesammelt. Ja, ich habe es gesehen. Ew! Von Saku fit gefüttert. Okay. Ach, schön. Das hört sich ja putzig an. Da stand. Oh, die restlichen Standtafeln sind da. So, jetzt aber. Perfektes Ergebnis. Komm schon. Ha! Nein! Verdammt! Ihr habt genau in die Mitte getroffen. Ja, ich bin so stolz auf dich. Attack its weak point for massive damage! Dam. Das war's. Dem hab ich's gegeben. K.O. Oh, zumindest habe ich einen Teil dazu beigetragen. So. Yeah! Ihr Kirby seid so awesome. Man putzt ihn. Wie kann man Kirby nicht mögen? Jetzt mal ernsthaft. Es gibt sicher Menschen, die Kirby nicht leiden können. Und diese Menschen haben kein Herz. Ja. Sag ich jetzt einfach mal. Oh, diesmal hat es nicht gereicht. Leider. Aber wir können ja noch ein, zwei Kämpfe machen. Aber wir haben noch ein paar Äpfeljuwelen erhalten. Mein Kirby sieht fast gar nichts durch seinen Helm. Der geht ihm so ein bisschen über die Augen. Oh nein, Krakko kommt als nächstes. Nein! Du musst dich erst einer Feuerprobe unterziehen, bevor deine Reise fortgesetzt werden kann. Nicht Krakko! Hilfs-Items unterstützen sich bei deiner Mission. Nutze sie, bevor du losziehst. Du kannst sie im Kramladen erwerben. I hate Krakko. Ja, Krakko war für mich damals der nervigste Kirby-Boss, aber mittlerweile finde ich ihn nicht mehr so schlimm. Für mich war er auch nervig damals. Okay, wir müssen einen Apfel opfern, um diese Mission freizuschalten. Damals ist alles begonnen.
Die Macht der Apfeljuwelen hat dir den Pfad zu einer neuen Mission eröffnet. Wow. That's amazing. Willst du dich Draco stellen? Nein. Den machen wir jetzt fertig. Eigentlich nicht, aber ich will in der Mission nicht mal so sein. Oh man. Während Team Kirby die Dünen erforscht, verdunkelt sich der Himmel. Krako, die unheilvolle Wolkenkreatur, macht sich zum Kampf bereit. Stell dich dieser Feuerprobe dem tobenden Himmelsgeist. Ach, den besiegen wir schon irgendwie. Krako ist erschienen. Let's kill him. Hallo. Stück Gas mit Stacheln drin. Das ist eine Wolke. Das ist doch Gas. Aber das klingt so komisch, du Stück Gas mit Auge. Ja, ich habe gesagt mit Stacheln, nicht mit Auge. Mit Stacheln und mit Auge. Ja. Was geht ab? Ich bin ja leicht tot. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Ich spiele gerade nicht sehr vorsichtig. Und ich habe gerade gedacht, das wäre schon wieder ich, weil ich passe immer nicht auf. Heiler, mach mal eine Heilzone. Oh shit. Au, 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 au. Mir geht's auch nicht so gut. Hey, oh nein! Nein, Nagi ist dann du bist gestorben, ne? Ja. Hilfe! Das geht! Der Blaue rettet dich! Thank you, Blauer! Komm mal her, ich habe einen Kuss für dich. Oder auch nicht, doch! Ein Kuss for you! Ach, du musst doch nicht gleich anfangen zu weinen, Krako. Die Hälfte haben wir geschafft, aber wir haben doch auch nur noch 1,5 Minuten Zeit. Nicht gut. Oh-oh. Krako ist wütend. Ich wollte gerade sagen... Aus der Mitte weg! Ich glaube, er ist ein bisschen böse. Er ist jetzt eine Riesenwolke, die bunte... Das nennt man Gewitter. Gewitter-Dings. Ach, egal. Nagi ist außer Gefecht! Save me! Was muss ich tun? Y drücken! Ah! Du bist auch tot. Ich wollte gerade sagen, ich bin selber tot! Leute, rettet uns! Hallo! Ja, rettet mich! Der Blaue ist schon dabei! Dankeschön! Das ist immer so nervig, wenn die Gegner in den Hintergrund verschwinden, weil da kann man sie nicht treffen! Du bist schon wieder tot! Das gibt's doch gar nicht! Wir sind ein bisschen unterlevelt, habe ich den Eindruck. Ja, das Gefühl habe ich auch. Blauer, lass dich doch nicht vom Regen treffen! Grüner, hilf mir doch! Renn doch da nicht rum! Oder irgendjemand! Der Blaue rettet dich! Dankeschön! Ich bin schon wieder besiegt. Ich bin echt zu schwach hier. Ah, ein Heilkreis. Sehr gut. Aber wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Oh oh. Da ist die vierte Steintafel. Jetzt gibt's hier saures Krako. Ha! Nein, verdammt. Ich hab wieder die Mitte getroffen. Ja, freu dich. Yay. Vielleicht, das liegt dir anscheinend. Gönnst du mir das nicht? Na doch, klar. Ist ja auch wichtig für unseren Sieg. Ja, also. Aber noch steht er. Ah, verdammt. Ich stand 30 im Wanke. Ganz ruhig. Nein. Der macht mich aggro, der Kerl. Geh doch down. Verdammt, wir schaffen es nicht. Ach, Mann. Oh. Zeit abgelaufen. Ach so, eine Kacke. Möchtest du 3 Apfeljuwelen einsetzen, um 30 Sekunden, um Zeit damit hinzuzufügen? Möchten wir das? Möchtest du das? Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Okay, okay, wir opfern die jetzt mal. Wenn der mal aus dem Hintergrund wieder rauskommen würde, damit wir ihn angreifen können. Komm her! Ich bin schon wieder tot. Rette mich mal bitte jemand. Danke, Blauer. Jetzt ist der schon wieder im Hintergrund. Ich glaub's ja nicht, ey. Und unsere Zeit ist gleich wieder abgelaufen. Krako, willst du mal bitte nach vorne kommen, damit wir dich angreifen können? Ja. Verdammt. 9 Apfeljuwelen. Go for it. Das sind meine, nicht deine. Du verlierst keine. Ich weiß. Ich habe auch nichts gesagt. Krako ist gleich besiegt. Er blinkt schon so rot. Hoffentlich. Wie ein Alarmlicht. Er geht mir nämlich leicht auf den Sender. Mann, jetzt! Yeah! Oh oh. Geh down! Es geht doch mal nicht sterben, Krako! Es geht doch schon wieder in den Hintergrund! Das ist doch nicht wahr, oder? Ja.
Der wird uns echt ärgern. Nein. Boah, das ist aber ein bisschen viel. Nein. 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 Einfach nein. Nein, Nintendo, nein! Vergiss das! Okay, dann müssen wir das halt irgendwann später mal machen. Aber wir bekommen trotzdem Erfahrungspunkte. Ja, immerhin. Reicht's für ein Level-Up? Ja, reicht das. Ja, bei mir auch. Immerhin. Yay, Kirby freut sich. Vielleicht hätten wir jetzt bessere Chancen, Krakow zu besiegen, aber ich habe irgendwie keinen Bock, ihn nochmal herauszufordern. Vielleicht ein anderes Mal. Fluffigkeit um 5 Punkte gestiegen, toll, oder? Oh yeah, was bringt uns die Fluffigkeit? Gar nichts, das ist nur just for fun. Wow. Das klingt putzig. Weil Kirby nicht schon fluffig genug ist. Nein, überhaupt nicht. Ein Kirby kann nicht fluffig genug sein. Fuck. Ansonsten, ja, haben wir keine weiteren Gegner fürs Erste. Und Krakow, ja, den müssen wir halt irgendwann anders mal rannehmen. Das dürfen wir schon. Das war jedenfalls unser kleiner Einblick in dieses Spiel. Juhu. Für zwischendurch ist das sicher ganz nett, aber man sollte nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Das hat trotzdem Fun gemacht. Sonst macht Nintendo nur noch mehr solche Spiele. Mhm. Und das wäre nicht gut. Ja. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Dabeisein. Hab mich gefreut, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne doch. Und ich werde mich zu Waddle die Gesellen und ein kleines Schläfchen halten. Also, bis dann, Leute, und vielen Dank fürs Zuschauen.